So, da wären wir wieder. Zurück hier in unserem kleinen Labor. Und wir haben ja hier unseren Doktor kennengelernt, ne? Oder wie Professor. Professor Augenlied. Was ist das? Ach ja, es muss sich ja anfassen, ne? Rune 1, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr. Wie ging denn nochmal die Steuerung? Ah ja, mit 3 können wir die Nachtsicht aktivieren oder was auch immer das sein soll. Ah, jetzt können wir diese Türen öffnen, oder was? Das wird, glaube ich. The earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Da kommen wir noch nicht rein, das heißt, wir werden da noch mal. Oh Gott, das ist. Ja, schön. Was zur Hölle ist das alles hier? Can you hear me? Yeah. Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Mm-hmm. Das ist ja ganz toll. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jan Graper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Okay, um diese Tür zu öffnen von außen. Geht nicht, können wir noch nicht machen. Wir haben noch keine Energie. Alter, voll der Terminator sind wir jetzt. So, was ist das hier? Dürfen wir noch nicht, okay. Ja, das, ich glaube, wir sind erstmal am Anfang des Spiels noch. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was hier überhaupt Phase ist auch, ne? That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Oh, okay, ich verstehe. Was auch immer da hinten ist, ich will es gar nicht wissen. Das heißt, das rechts ist zum Aufladen, das hier. Oder? Wie lade ich das auf? Also doch, achso, okay, wir kriegen später mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. If you collect enough upgrades for Jan Graper, you can activate the weapon inside. Was? Was für Waffen? Können wir uns wehren? Ich frage für einen Freund. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jan Graper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Zielen, aufladen, abbrechen, okay. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Okay. Ich verstehe. Oh, das wird sehr rätselig, glaube ich. Das Spiel. Hätte ich es nicht gedacht. Since Jan Graper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Das hier oder was? Nee, wie mache ich das denn? So, jetzt habe ich 2. Aber wo ist das System, wo ich das nachgucken kann? Was ist das? Nehmen. System anzeigen. Ach so. So, da ist unser System. Also das unten, also das links, die Reihenfolge da, das sind die 2 Batterien, nenne ich es mal. Das sind unsere, ist unser Arm. Also wir haben 2 von den Dingern. Okay.
Okay. Kann ich noch mehr mitnehmen? 5 Stück haben wir davon. Kann ich... Ach, damit kann ich die unterwegs aufladen, oder was? Ach, krass. So, kommen wir hier lang? Nein. Oder? Nö. Scheint nicht zu funktionieren. So. Vor allem, was ist das für ein Schreibtisch, der einfach hier mittendrin rumsteht? An der Treppe? Wer ist denn... Darf ich nochmal sagen, wie geil das aussieht? Ich bin ja eigentlich nicht so eine Grafikfotze, ne? Wenn ich das mal sagen, oder Hure. Aber das sieht verdammt geil aus. Ich würde da jetzt echt gerne mal rumlaufen. Sieht ein bisschen aus wie im Phantasialand. Ahead of you, you will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Bass? Bass? Wieso? Was? So, wie lade ich jetzt auf? Ah, okay. Warte mal, wie soll ich das denn anhalten? Okay, ich muss einfach kurz drücken, also nicht aufladen. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Oh Gott. Was steht da? 5, 5, 8, 7. Okay, ist für uns, glaube ich, keine Bedeutung, ne? Vielleicht habe ich keine Dinger mehr, ich sehe schon kommen. Sag mal! Hä, ich ziehe doch da hoch! Was will er denn von mir? Mal eben die Sicht aufladen. Aber ich ziehe doch genau dahin. Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Ab wann muss ich denn schießen? Ich bin gerade mega verwirrt. Toll, jetzt habe ich keine Energiezelle mehr, oder was? Ja, jetzt habe ich keine mehr. Was mache ich jetzt? Herr Professor, was mache ich denn jetzt? Das habe ich mir schon ewig gedacht, dass mir das passiert. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich jetzt da... Kriege ich jetzt hier an dem Spender hier neue? Ach ja. Oh, erstmal, es ist super, dass es hier so einen Spender gibt. Das ist so Leute wie für mich, weißt du? Die Leute kriegen solche Spender. Es gibt immer diesen einen... Ja, gut. Guten Abend, Niki. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Energiepuls zielen, aufladen, abbrechen. Aber wie lange muss ich aufladen? Ich habe keinen... Ich weiß nicht, wie lange... Ich weiß halt partout nicht, wie lange ich aufladen muss. Weil wenn ich zu lange auflade, dann sagt er mir... Ende. Ich weiß heute nicht, wann ich... Ach, zielen, warte mal. Ernsthaft. Jetzt gebe ich mir nochmal so einen Tic-Tac-Kugeln. So. So, Niki, ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gestartet. So, 5 Stück. Ich lade nochmal auf, dann haben wir 4, kriege ich da noch ein? Ja, nice. So. Man kriegt aber genau nur 5, ne? Mehr nicht. Boah, das muss man erstmal behalten.
das auch mit Zielen? Okay. Das wird aber noch... Boah, Alter, puh. Ja, ja. Das wird doch noch sehr, sehr lustig. Okay, everything seems to be working again. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the world tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Absolute, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. The spirit. It took control of the Absolov and our systems, causing an emergency override. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah! Wait, Henrik, I'm losing connection again. Sarah? Shit! Listen, we know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the roots spread further into Midgard, so find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry! Was? Die reisen also mit diesem Wunderbaum da, nenn ich's mal? Das konnte doch nie... Nee, warte, wie war das nochmal? Das konnte doch... Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch nicht gut sein. Und dann ist da irgendwas durchgekommen. War doch klar, dass da irgendwas durchkommt, oder? Und jetzt müssen wir also diese 9 Kristalle finden. Also die reisen durch diese Wurzeln, die wir gesehen haben, die gehören irgendwie zu diesem Baum. Und wir müssen die Kristalle finden, um halt das wieder zu fixen, ja? Okay, hier kommen wir noch gar nicht rein durch diese Tür. Jetzt müssen wir erstmal hier lang gehen. Ich weiß, es ist sehr dunkel, ne? So, es sind 2 nochmal von diesen Keksen. So, den nehme ich mit. Brauchen wir gar nicht ausprobieren. Hä, schon wieder leer? Ich habe doch gerade es aufgefüllt. Okay. So, aber ich reise anscheinend nicht durch die Wurzeln. Ich reise anscheinend... Oh, warte mal, ein Collectible. 3 von 28. Ja, wahrscheinlich schon 1000 Stück übersehen. Von 28. Ja, wir haben leider nicht den Luxus, dass wir durch Wurzeln reisen. Wir reisen eher durch Schächte. Das, ja. Miefige Schächte. Doch, mache ich lustige Sprüche. Klar, was mache ich denn da? Wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Aua. Okay. Ich wollte nur mal gucken. Gepickelt jemand. So, ich musste mich mal erleichtern, Entschuldigung. So. Penetrator? Ach nee, ein Generator, Entschuldigung. Ja, ich weiß auch nicht. So. Nein, die können wir also nicht... Da brauchen wir gar nicht gucken. Also die mit den roten Symbolen,
sind für uns tabu. Was ist das? Ist das... Ach, das ist so eine Wurzel. Da sind wir ja schon einmal durchgereist, ne? Des Wunderbaums. Sieht ein bisschen aus wie die Blume von Dings. Von... Da habe ich, glaube ich, im letzten Mal schon gesagt. Von Stranger Things, ne? Jetzt fehlen nur noch so ein bisschen die Arme, wie bei, Sackboy. So. Springe mich rein, ja, und reise mit mir. Schwupps. Das sind wir auch schon. So, jetzt sind wir in der Eiswelt, oder was? Ach, du Heiliger. Erstmal speichern. Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after the complete destruction of N498 are implemented and seems to be working. Building is strictly held to crevices. The amount of noise is held to a minimum, and outposts are working 24/7 to avoid the attention of the natives. However, the morale is very strained after the 48 casualties at N498. Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Man kann es über Meilen hören. Das ist ja ganz toll. Ist da wer? Hallo? Ich habe mich verlaufen. Ich, ja, ist ja gut. Ich, hallo? Was war das denn? Was? Aus der Nachbarschaft. Der kommt jeden Morgen vorbei. Der begrüßt sich einmal. Der macht wieder seinen morgendlichen Spaziergang. Der joggt wahrscheinlich wieder irgendwo hin. Das ist ein ganz lieber. Das ist ein ganz netter. Das ist ein ganz netter. So, hier hören die Lampen auf. Das, ja. Ab hier müssen wir den Weg selber finden, wa? Ah, da. Was ist denn das da? Ist das wieder ein Schacht oder so? Schneid. Okay, jetzt kommen wir wieder irgendwie in die Anlage rein. Glaube ich zumindest. Sind wir eigentlich schon gestorben bei dem Spiel? Hätte ich das mal nicht gefragt. Ich will mich gar nicht umdrehen. Okay, das klang alles so komisch. Natürlich gibt es keinen Rückweg. Finden Sie einen anderen Weg zurück nach Midgard? Natürlich! Okay. Was? Was ist das für ein Bunker hier? Licht? Was? Okay. Ja, ich... Warum nicht, ne? Puh, ganz schön kalt hier. Alter, wer hat denn hier die Fenster aufgelassen? Da speichere ich doch gleich mal. Was liegt denn da? Kann ich da irgendwas mitnehmen? Tacker, um mich zu wehren. Da unten liegt eine Kneifzange. Ja. Das ist alles ganz toll.
Ist ein bisschen wie im Gefrierhaus hier. I promise you, I have gathered a lot of data on the key's whereabouts. Mm-hmm. I'm this close to finding it. But the road home, I can't get to it. Not with that thing outside. I don't know how much more of this I can take. You have to send someone to find another route. My feet are starting to... I can't feel them anymore. Meint er damit vielleicht den Riesen? Oh ja, unsere dritte. Geil. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie kämpfen. Ja, oh, jetzt erstmal eine Cola. So, geil. Hier gibt's die Orange und die Lime-Soda, die Cola. Was gibt's denn sonst noch? Ah, kann man nicht so gut lesen, ist nicht so gut texturiert. Den Premium-Coffee gibt's, Hot Drinks, ja, geil. Und natürlich, der Futterautomat ist leer. Das ist immer so. Das ist egal, wo du bist, es ist immer so. Immer ist der Futterautomat leer. Das, ja. So. Okay. Es ist immer, egal wo du, wo sowas gibt, ist immer der Futterautomat leer. Der Getränke ist voll. Das, ja. Das sieht ganz toll aus hier. Guck mal, da unten sind noch Schlappen gewesen. Ist da ein Zettel? Kann ich den lesen? Leider nicht. Ich würde gerne ein bisschen lesen, so ein bisschen, ne, verstehen, was hier Phase ist. Wir werden bestimmt noch später noch mehr Runen kriegen. Das, was ich jetzt gerade gedacht habe, dieser Tisch, der ist ja umgedreht. Jetzt habe ich gerade im ersten Moment gedacht, was macht ein Kinderkarussell jetzt gerade hier? Und die Platte auf dem Boden, weißt du, wo dich so auf dem Spielplatz so drehst? Ich weiß nicht, was mein Köpfchen da schon wieder gedacht hat. Was ist das denn da? Wo sind wir? Ah, okay. Denn jetzt hin? Ist das richtig hier lang? Au. Und hier sind irgendwelche Pillen drin, eine Jacke. Da ist gar nichts drin. Ein Täschchen. Mach offen! Okay. Irgendwelche Schlüpper. Oh. Noch so ein Ding. Alter Falter. Wie viel laden wir denn auf mit einem so ein Teil? Ach so. Eine Batterie, okay. Mit dem Keks. Okay. So, gut. Hier sind auch noch Spinde. Was ist das? Das ist ein Schlüssel? Cool, wir haben die Rune 2. Wow. Das, ja, das ist sehr schön. Damit können wir diese Tür öffnen. Diese nicht. Aber da kommen wir, glaube ich, jetzt auch rein, weil ich gesehen habe, da ist, glaube ich, hier so ein Ding, ne? Können wir wieder... Ah, fuck. Mann! Das gibt's doch nicht. Ein Clou. Was ist das denn bitte? Was ist das? Ist das der Duschkopf oder ist das eine Kamera, die mein Pimmel filmt, wenn ich hier dusche? Ich glaube, es soll der Duschkopf sein. Es sieht aber ein bisschen aus wie die Videokamera. Das sieht so falsch aus. Ich muss das einfach sagen. Was ist das, so eine Dusche, wo du hier so stehst? Und in Wirklichkeit sitzt da irgendwo einer vor so einem Monitor und... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, Sammelstück. Juhu.
Und was macht so ein Schrubbschwamm da auf dem Klo? Naja, ist okay. Wurde aber anscheinend noch renoviert, weil hier noch Rollen und Farbe. Das ist ja ist alles sehr merkwürdig. So, wir müssen, glaube ich, wieder zurück, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Denn ich speichere nochmal eben. War einfach, weil wir es können.